ein lebendiges Erbe, Nachruf für Peter Michael Kolbe. Mit dem Ableben von Peter Michael Kolbe verliert die Welt des Rudersports einen wahren Champion, der nicht nur durch seine beeindruckende sportliche Karriere, sondern auch durch seine Persönlichkeit und Hingabe an den Sport in Erinnerung bleiben wird. Der ehemalige Profiruderer, geboren am 2. August 1953 in Hamburg, verstarb am 8. Dezember 2023 in Lübeck im Alter von 70 Jahren. Sein Tod markiert das Ende eines Lebens, das dem Rudern gewidmet war und Spuren in der Geschichte des deutschen Sports hinterlassen hat. Peter Michael Kolbe erlangte weltweite Anerkennung durch seine herausragenden Leistungen auf dem Wasser. Der Deutsche Ruderverband, DRV, bestätigte die traurige Nachricht Anfang Dezember gegenüber dem Spiegel. Es wurde bekannt gegeben, dass der Sportler an Demenz litt, was einen schmerzhaften Abschied von einem der großen Persönlichkeiten des Rudersports bedeutete. Geboren in Hamburg, entwickelte Kolbe früh eine Leidenschaft für das Rudern. Sein Talent und sein unermüdlicher Einsatz führten ihn zu zahlreichen Erfolgen und Titeln. Seine herausragenden Leistungen auf nationaler und internationaler Ebene machten ihn zu einer Legende im deutschen Rudersport. Kolbe gewann während seiner beeindruckenden Karriere mehrere Weltmeisterschaften und erzielte olympisches Silber, wodurch er nicht nur seine persönlichen Träume erfüllte, sondern auch das Ansehen seines Landes im internationalen Wettbewerb stärkte. Doch Peter Michael Kolbe war weit mehr als nur ein erfolgreicher Sportler. Er verkörperte die Tugenden des Sports, Hingabe, Disziplin und Fairplay. Sein Charisma und seine positive Ausstrahlung machten ihn zu einem Vorbild für viele junge Ruderer, die von seinen Erfolgen inspiriert wurden. Kolbes Einfluss reichte über die Grenzen des Wettkampffeldes hinaus und prägte die Entwicklung des Rudersports in Deutschland nachhaltig. Der Weg von Hamburg nach Lübeck war geprägt von unzähligen Trainingseinheiten, opferbereiter Entschlossenheit und unerschütterlichem Willen. Doch trotz aller Erfolge und Triumphe blieb Kolbe stets bodenständig und bescheiden. Seine Demut vor dem Sport und Respekt gegenüber seinen Mitstreitern machten ihn nicht nur zu einem herausragenden Athleten, sondern auch zu einem geschätzten Teamkollegen und Freund. Mit dem Tod von Peter Michael Kolbe verliert die Rudergemeinschaft nicht nur einen herausragenden Sportler, sondern auch einen Gentleman des Sports. Sein Erbe wird in den Erinnerungen derjenigen weiterleben, die das Glück hatten, ihn zu kennen, zu bewundern und mit ihm zu arbeiten. Sein Vermächtnis wird in den Wellen der Gewässer weiterleben, auf denen er so viele Siege errungen hat, und in den Herzen derjenigen, die er mit seinem Charakter und seiner Leidenschaft für den Rudersport berührt hat. In diesen schweren Stunden der Trauer möchten wir uns an die leuchtenden Momente erinnern, die Peter Michael Kolbe der Welt des Rudersports geschenkt hat. Seine Siege werden nicht nur in den Büchern, sondern auch in den Herzen der Menschen, die er inspiriert hat, weiterleben. Ruhe in Frieden, lieber Peter Michael Kolbe. Du wirst immer ein Teil der großen Rudergeschichte bleiben, die du so maßgeblich mitgestaltet hast.